Herzlich willkommen bei der Consilio IT Solutions GmbH. Heute zeigen wir Ihnen unsere Lösung zur finiten Planung von Maschinen und Werkzeugen mit SAP Planungstools. Fertigungsunternehmen müssen ihre Produktionsanlagen optimal auslasten, um Produkte wettbewerbsfähig auf dem Markt anbieten zu können. Das stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Gerade bei Anlagen mit aufwendigen Umrüstvorgängen im Bereich der Serien- und Kleinserienfertigung ist das Planen einer optimalen Auftragsreihenfolge und Fertigungsoptimierung manuell kaum machbar. Spätestens wenn auch die Verfügbarkeit von Werkzeugen bei der Fertigungsoptimierung berücksichtigt werden soll, müssen IT-basierte Tools unterstützen. Die SAP Feinplanungslösungen ermöglichen eine Fertigungsoptimierung unter Berücksichtigung von Maschinenkapazitäten, Werkzeug- und Materialverfügbarkeiten und der Einhaltung von Kundenterminen. Wir zeigen Ihnen hier ein Szenario mit der SAP Feinplanung. Maschinen und Werkzeuge sind die limitierenden Faktoren beim Produzieren von Teilen. Es können theoretisch auf 3 Schleifmaschinen Aufträge parallel bearbeitet werden. Allerdings stehen für bestimmte Produkte lediglich 2 Werkzeuge zur Verfügung. Das heißt, es können dann nur auf 2 Maschinen die Produkte parallel gefertigt werden. Außerdem müssen die Werkzeuge in regelmäßigen Abständen instand gesetzt werden und es kann dann nur noch auf einer Anlage produziert werden. Mit diesen Herausforderungen wollen wir die SAP Feinplanungslösung konfrontieren. Über die SAP Feinplanungstafel wollen wir eine typische Planungssituation nach einem MRP-Lauf betrachten. Im Einstieg können dazu alle relevanten Aufträge über Horizonte und Ressourcen selektiert werden. In der Plantafel werden Schleifmaschinen und Werkzeuge als Ressourcen angezeigt. Die Arbeitspläne wurden so angelegt, dass die Maschinen als Alternativen belegt werden können. Benötigt wird jeweils ein Werkzeug zur Bearbeitung eines Auftrags auf einer Schleifmaschine. Die Aufträge werden im grafischen Teil der Plantafel angezeigt. Der MRP-Lauf hat zunächst alle Aufträge auf eine Maschine geplant und auch immer das gleiche Werkzeug belegt. Da der Materialplanungslauf keine Kapazitätsrestriktion berücksichtigt, liegen die Aufträge parallel zueinander. So ein Ergebnis ist aufgrund von MRP-Planungsdefiziten üblich. Klar ist aber, dass der Produktionsplan so nicht durchführbar ist. Ein Optimieren der Maschinenbelegung unter Berücksichtigung der Werkzeugrestriktion ist notwendig. Mit der SAP-Optimierungsfunktion wird dieses Problem gelöst und eine wirtschaftliche Belegung der Maschine erzielt. Der Optimierer wird über den entsprechenden Druckknopf gestartet. Dabei können unterschiedliche Zielsetzungen priorisiert werden, um einen machbaren Produktionsplan zu erhalten. Nach der Optimierung springen wir zurück auf die Feinplantafel. Wir sehen, dass alle Aufträge auf den Maschinen so eingeplant sind, dass die Restriktionen der Werkzeuge und Maschinen simultan berücksichtigt wurden. Die Aufträge liegen nun nicht mehr parallel, sondern in einer Perlenkette. Der Produktionsplan kann von der Fertigung nun auch so produziert werden. Im Rahmen der Fertigung kann es jedoch zu Störungen kommen, sodass der Produktionsplan an die Situation angepasst werden muss. Im Folgenden wird aufgezeigt, was getan werden kann, um bei einem Ausfall eines Werkzeuges die Planung anzupassen. Normalerweise wird beim Ausfall eines Werkzeugs ein Instandhaltungsauftrag zur Überholung angelegt. Das Werkzeug wird in SAP als Equipment angezeigt und im Auftrag als Bezugsobjekt angegeben. Auch werden Ausfalldauer und der geplante Arbeitsplatz für die Instandsetzung angezeigt. Instandhaltungsaufträge können ebenfalls in der Planung berücksichtigt werden. Das Werkzeug steht dann zur Fertigung nicht zur Verfügung. Wenn wir in der Feinplantafel auffrischen, blockt der Instandhaltungsauftrag das Werkzeug für die Dauer der Überholung. Dieser Zeitraum wird dann grau dargestellt.
der Planer kann auf die Situation reagieren und eine erneute Optimierung anstoßen. Der Optimierer plant die Aufträge nun auf alternativen Ressourcen ein und der Produktionsplan ist wieder für die Fertigung machbar. Gerne stehen Ihnen die Mitarbeiter von Consilio bei Fragen zur Produktions- und Feinplanung mit SAP jederzeit zur Verfügung.